Polizeischüsse in Rostock. Beamte haben am Dienstag einen mit einem Messer bewaffneten Mann mit mehreren Schüssen gestoppt. Er soll im Stadtteil Evershagen mindestens einen Bewohner eines Hochhauses und Polizeibeamte bedroht haben. Der Mann zog sich zeitweise in seine Wohnung zurück. Die Polizei sperrte das Gebiet ab. Anschließend habe der Mann die Wohnung verlassen und die Polizisten erneut mit dem Messer bedroht und nicht auf die Ansprache durch die Polizei reagiert. Die eingesetzten Kräfte haben dann den Tatverdächtigen mehrfach angesprochen, auch den Schusswaffengebrauch angedroht aufgrund der akuten Bedrohungssituation, und die haben letzten Endes von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Der Mann sei verletzt, aber ansprechbar in ein Krankenhaus gebracht worden.